Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Astrofotografie, zu einem weiteren Video. Heute mal wieder ein Unboxing. Und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich ein neues Paket bekommen. Und zwar von Move Shoot Move. Vielleicht sagt einigen von euch dieser Name schon etwas, denn Move Shoot Move ist mittlerweile ziemlich bekannt in der Astrofotografie-Szene. Es gibt sogar schon einige Videos auf YouTube, vor allem von ihren kleinen Star-Trackern. Der neueste Star-Tracker von Move Shoot Move heißt Nomad. Und dreimal dürft ihr raten, was sich in diesem Paket hier befindet. Aber bevor wir das Päckchen hier öffnen, möchte ich euch noch kurz sagen, dass Move Shoot Move mir dieses Paket kostenlos zur Verfügung gestellt hat und ich darf den Inhalt von diesem Paket auch behalten. Aber Move Shoot Move hat mir keinerlei Vorgaben gegeben, was ich sagen soll oder was ich machen darf. Also was ihr hier in dem Video hört, ist meine persönliche Meinung und nicht beeinflusst. Trotzdem werde ich mal vorsichtshalber Dauerwerbesendung einblenden, nur damit mir niemand ans Bein pinkeln kann. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, das Päckchen zu öffnen. Ich bin echt gespannt. Es fühlt sich an, als ob zwei Päckchen drin sind, zwei kleine. Ich reiße es jetzt einfach mal hier auf. Ja, es sind auf jeden Fall zwei. Das ist ein Laser. Da kommen wir gleich dazu. Und hier befindet sich... ist schon ein bisschen offen. Zum Glück ist nicht rausgefallen. Ich mache das mal wieder richtig zu, weil ich möchte zuerst das Zubehör auspacken. Hier ist nichts mehr drin, das ist jetzt komplett leer. Jetzt kommt mal darüber. Also hier ist der Tracker drin, das habe ich gerade schon gesehen. Der ist in der Tasche, aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich möchte jetzt zuerst mal den Laser auspacken. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist denn das für ein Laser? Für was braucht man einen Laser, wenn man einen Star-Tracker hat? Und zwar ist das ein Laser zum Einordnen. Ich packe es einfach mal aus, dann kann ich es euch vielleicht besser erklären. Denn es gibt verschiedene Kits mit diesem Tracker, und zwar einmal mit einem Laser und einmal mit einem Polsucher. Und ich habe jetzt diese Version mit dem Laser. Boah, cool, da ist sogar ein Ladegerät dabei. Das heißt, der Laser hat keine Batterien, sondern Akku. Wow, auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Was ich aber nicht schlecht finde, weil dann kann man ihn immer aufladen, bevor man rausfährt und muss nicht extra checken, ob die Batterie noch voll ist oder immer Ersatzbatterien mitnehmen. Also hier ist der Laser. Cool, der ist ja voll süß. Ich bin die Laser viel größer gewohnt vom Kollimieren vom Newton-Teleskop, aber der ist ja echt schön klein. Ich bin auch mal gespannt, ob der richtig eingestellt ist oder ob man den Laser selber noch einstellen muss. Ich habe mir mal einen Laser zum Kollimieren für mein Newton-Teleskop gekauft und der war nicht kollimiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei dem hier ist. Aber er macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Er ist auch aus Metall, so wie es sich anfühlt. Ich hole ihn mal aus der Tüte raus. Ist der süß. So schön klein. Okay, man darf auf jeden Fall nicht reinschauen. Also zeigt ihn am besten von euch weg, wenn ihr ihn anmacht. Ich mache ihn mal an. Okay, er geht noch nicht. Ich glaube, ich weiß auch warum. Ich schraube den jetzt mal auf, weil hier vorne ist der Akku drin. Ja, da ist nämlich noch ein Papier drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist auf jeden Fall noch Papier drauf und das muss jetzt erstmal weg. Weil sonst, legt mal darüber, funktioniert der nicht. Der Akku ist schon drin. Ihr könnt den Akku sehen. Ich hole ihn mal kurz raus. Kleiner blauer Akku. Den kann man hier mit dem Ladegerät aufladen, was auch dabei liegt. Und der Laser ist aus Aluminium. Das sieht man auch hier innen am Gewinde. Also echt hochwertig, nicht aus Plastik. Machen wir das mal wieder zu. So, und jetzt müsste er theoretisch angehen, wenn er aufgeladen ist. Und er geht an. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber der ist echt stark, ey. Wow. Aber was macht dieser Laser überhaupt? Wie gesagt, der Laser ist nicht zum Kollimieren, sondern um den Tracker einzunorden. Und zwar ist bei dieser Version des Trackers kein Polsucher dabei. Wie gesagt, es gibt eine Version mit Polsucher, aber die hier ist mit dem Laser. Und der Laser wird einfach an den Tracker rangeschraubt. Und dann muss man nicht in die Knie gehen und durch den Polsucher durchschauen und den Polarstern im Polsucher sozusagen finden. Sondern hier wird einfach der Laserstrahl eingeschaltet und auf den Polarstern ausgerichtet. Das geht super einfach und ist super schnell und vielleicht auch nicht ganz so kompliziert wie es mit einem Polsucher. Allerdings ist der Nachteil auch, dass es nicht ganz so genau ist, wie wenn man mit dem Polsucher einordnet. Weil mit dem Polsucher, da kann man den Polarstern noch ein bisschen genauer im Blickfeld ausrichten. Und mit dem hier geht es halt nur ziemlich grob. Das werde ich euch aber irgendwann mal noch zeigen auf dem Feld. Aber mit diesen kleinen Trackern hier benutzt man ja normalerweise sowieso keine mega langen Brennweiten. Und deswegen muss der Tracker gar nicht so genau eingenordet werden. Also normalerweise benutzt man die ja für so Weitwinkelfotografie, gerade Milchstraßenfotografie oder Sternbilder. Oder vielleicht mal mit einem 50mm Objektiv, vielleicht auch mal noch mit einem 135mm Objektiv. Aber alles darüber hinaus, das wird schon sehr, sehr grenzwertig. Und da reicht so ein Laser normalerweise locker aus, um das einzunorden. Aber wie gesagt, das werde ich alles noch testen, sobald das Wetter mal wieder besser wird. Ich sehe auch schon, hier kann man den Laser kollimieren. Das sind drei so Schrauben.
mit denen der Laser eingestellt werden kann. Der Imbusschlüssel ist hier auch drin. Und hier ist noch so ein Adapter drin. Ich glaube, der ist, um den Laser am Tracker befestigen zu können, mit beigelegt. Da bin ich mal gespannt. Das werde ich nachher auch ausprobieren und werde es euch dann noch zeigen, wie der befestigt wird. Ich mache den jetzt mal wieder hier rein. Übrigens, falls ihr an so einem kleinen Tracker hier interessiert seid, dann hat mir Move Shoot Move extra für meine Zuschauer einen Rabattcode zugesendet. Den blende ich jetzt hier mal ein. Und wenn ihr auf der Seite von Move Shoot Move so einen Tracker kauft, dann müsst ihr, bevor ihr den Kauf bestätigt, einfach diesen Rabattcode eingeben. Dann bekommt ihr nochmal 5% Rabatt und ich bekomme eine kleine Provision. So, dann lasst uns mal noch kurz das Ladegerät anschauen. Das finde ich auch sehr interessant. Wie gesagt, ich finde es cool, dass da keine einfache Batterie dabei ist, sondern einfach ein Akku, den man laden kann. Das habe ich viel, viel lieber als Batterien, wenn ich ganz ehrlich bin. So, also hier ist das Ladegerät. Ah ja, der Akku wird hier einfach so reingesteckt. Es ist sogar USB-C, auch nicht schlecht, sehr modern. Hier ist noch das Ladekabel und hier sieht man dann den Ladestatus vom Akku. Ja, nicht schlecht. Ich packe das mal alles wieder schön hier rein. So, und lege das mal alles hier auf die Seite für nachher. So, und dann kommen wir zum Highlight. Und zwar befindet sich hier der kleine Tracker drin. Und ich habe vorher schon gesehen, der kommt in seiner eigenen kleinen Tasche. Ich hole ihn mal raus, dann seht ihr es auch. So, nichts mehr drin. Gut. Also, boah, das ist ja echt süß. So klein. Also ich habe ja noch einen Tracker, und zwar den iOPRON SkyGuider Pro, der steht da hinten. Und der ist tatsächlich noch mal ein bisschen größer. Und selbst der, also selbst den fand ich schon sehr klein. Und das ist noch kleiner, das Ding. Das hat übrigens eine Tragkraft von 3,5 Kilogramm, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Seite von Move Shoot Move. Und der iOPRON SkyGuider zum Vergleich, der hat 5 Kilogramm Tragkraft. Aber ist auch deutlich teurer. Und da bin ich echt mal gespannt, wie der performen wird. Man kann natürlich nicht ganz so viel draufpacken. Also es sollte jetzt nicht so ein Zenith-Star, also so ein kleines apochromatisches Teleskop draufpacken, wie ich das gemacht habe. Dafür ist der nicht gemacht, definitiv nicht. Aber man braucht ja auch kein Teleskop, um richtig schöne Bilder vom Weltall zu erstellen, die ich ja schon so oft gesagt und auch bewiesen habe. Also auf der Seite von Move Shoot Move kostet der momentan $239, wenn ich das richtig gesehen habe, die Version, die ich jetzt habe mit dem Laser. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Versionen, auch mit Polsucher und noch anderen zusätzlichen Zubehör. Also wenn ihr den kauft, dann schaut euch die verschiedenen Kits an und guckt, was für euch am besten passt. Aber die Version, die kostet ungefähr $239. Und ich bin mal gespannt, wenn ich den getestet habe, wie der performt. Und wenn der gut performt, dann ist es für den Preis echt genial. Also so einen günstigen Tracker gibt es echt selten, mit Akku zumindest. Also es gibt ja zum Beispiel noch diese Omegon LX3 oder LX4 vielleicht sogar schon, die ja mechanisch funktionieren. Und die sind tatsächlich teurer als der hier. Und der hat einen Akku, also den muss man nicht aufziehen und der läuft dann nicht nur eine Stunde, sondern ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Akku hält, aber es sind auf jeden Fall mehrere Stunden. Und ja, ich packe ihn jetzt einfach mal aus, genug gelabert. Ich rede immer so viel, ich hoffe, das macht euch nichts. Soll ja ein Unboxing-Video sein. Okay, also der ist ja mega klein, wow. Ich hole jetzt erstmal das Kabel raus, das ist das Ladekabel, auch USB-C. Sehr schön, sehr modern. Leg das mal hier auf die Seite. Der ist ja winzig, das ist ja voll süß, ey, wow. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Richtig hochwertig auch. Auch wieder ein Alu-Gehäuse, so wie es sich anfühlt. Er ist auch echt schwer für die Größe. Aber guckt mal, wie winzig der ist. Der ist ja nicht mal halb so groß wie mein iOPRON SkyGuider Pro. Ah, hier kommt der Laser rein. Das wird hier einfach rausgeschraubt. Ah ja, und da ist ein Loch drin. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Ich hoffe. Da ist ein Loch drin. Und da muss dann der Laserstrahl sozusagen durch. Ich hole mal den Laser nochmal hierher. Ah ja, genau. Jetzt muss man das hier da drauf schrauben, wo ich das gerade runtergeschraubt habe. Ich mache das jetzt einfach mal. Und da kommt dann der Laser drauf. Oh, ist das cool. Ist das cool, ey. Wurde das jetzt einfach hier drauf geschraubt oder wie? Ich glaube, ich muss das da vorne runterschrauben beim Laser. Weil hier ist ja gar kein Gewinde dran. Ich glaube, das wird hier jetzt runtergeschraubt. Ja. Also ihr müsst das hier beim Laser dann runterschrauben. Ah, cool. Und hier ist das Gewinde drauf. Das heißt, das braucht man eigentlich gar nicht hier. Jetzt wird das hier drauf geschraubt. Und jetzt, wenn ich den anmache, ja, perfekt. Also ihr seht, das kommt auf jeden Fall durch. Und jetzt kann man das sozusagen hier auf ein Stativ, ich mache den mal nochmal aus, auf ein Stativ drauf machen. Also man kann hier zum Beispiel einen Kugelkopf verwenden oder eine Prismenschiene oder, nicht eine Prismenschiene,
eine Polhöhenwiege, keine Prismenschiene, eine Polhöhenwiege. Und dann wird das jetzt hier mit dem Laser so eingenordet. Also echt cool, richtig easy. Und was ich auch echt cool finde, hier ist ja schon so ein, wie nennt man das? So ein Befestigungsschuh oder ich weiß gerade nicht mehr, wie man das nennt. Also es ist keine Prismenschiene, eine Prismenschiene ist ja länger. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man das nennt, aber damit wird es dann an der Polhöhenwiege oder wie auch immer befestigt. Also das ist schon dran, man kann es aber wegschrauben. Hier sind so zwei Schrauben dran, die kann man wegmachen, falls man das nicht möchte. Aber das ist ja echt cool. Also ich denke, ich werde einfach die Polhöhenwiege vom Iopron Skyguider verwenden und das dann da drauf machen. Man kann das, soweit ich weiß, auch mitbestellen, wenn man da noch keine haben sollte, so eine Polhöhenwiege. Kann man da auch zusätzlich mitbestellen als Zubehör. Oder wie gesagt, man nimmt einfach einen Kugelkopf oder irgendwie sowas. Das geht auch problemlos. Und man kann natürlich auch ein ganz normales Fotostativ verwenden, um den draufzusetzen. Ah, und hier hinten steht sogar drauf, 3,5 Kilogramm maximale Tragkraft. Sehr cool, das steht sogar auf dem Tracker drauf. Genau hier kann man den aufladen. Da ist auch ein kleines LED-Licht dran. Das zeigt, sobald der Akku vollgeladen ist, leuchtet es grün. Und wenn man es auflädt und er ist noch nicht vollgeladen, leuchtet es orange. Und hier an der Seite kann man auch einstellen, ob man in der nördlichen Hemisphäre wohnt oder in der südlichen. Also wenn man jetzt in der nördlichen Hemisphäre wohnt, wie hier, also in Deutschland ist ja die nördliche Hemisphäre, dann muss man das auf Norden stellen. Und ihr seht schon, da ist jetzt das rote Licht angegangen und jetzt ist der auch eingeschaltet, der Tracker. Also der läuft jetzt. Das heißt, wenn man den wieder ausschalten will, muss man es einfach wieder in die Mitte machen. Und falls ihr zum Beispiel mal im Urlaub seid, in Namibia oder sowas, oder einfach in der südlichen Hemisphäre, dann müsst ihr das auf südlich stellen, also auf den Süden, nicht auf den Norden. Und dann könnt ihr den Tracker hier auch problemlos in der südlichen Hemisphäre benutzen. Also echt cool. Ich mache ihn jetzt mal wieder aus. Also das Ding fühlt sich echt hochwertig an. Es ist komplett aus Alu. Und hier wird jetzt der Kugelkopf befestigt. Glaube ich zumindest. Ich mache das jetzt mal runter. Probiere das gleich mal aus. Mir gefällt auch die rote Farbe. Das passt irgendwie zu den Kameras von ZWO. Wobei man die hier wahrscheinlich eher selten benutzt, außer man hat so einen Adapter für dieses Samyang-Objektiv zum Beispiel. Oder allgemein für Objektive. So, jetzt muss das hier noch irgendwie weg. Die Frage ist jetzt wie. Ich probiere es jetzt einfach mal irgendwie. Boah, geht aber ganz schön schwer. Noch irgendwas falsch? Also das Teil muss hier eigentlich runter. Ich krieg's gerade nur nicht runter, weil meine Hände so verschwitzt sind, weil es hier drin so warm ist. Ich glaube, ich muss mal kurz meine Hände waschen, weil sonst kriege ich das da nicht runter. Ich mache den Laser auch mal kurz wieder weg. So. Und jetzt probiere ich es nochmal. Es muss doch gehen. Also ich habe schon öfters gehört, dass das Ding hier ein bisschen schwierig runtergeht. Also ich habe jetzt mal meinen Kugelkopf geholt und habe ihn jetzt mal hier drauf geschraubt, beziehungsweise so weit wie es ging. Ich kriege ihn nicht ganz drauf, weil die Schraube halt locker ist, aber ein paar Gewindegänge habe ich drauf gekriegt. Und jetzt probiere ich einfach mal das so wegzukriegen. Ja, es ging ganz einfach. Also wenn ihr Probleme habt, das Ding hier wegzukriegen, dann schraubt einen Kugelkopf drauf und zieht dran, dann geht's. Weil es gibt halt keine Fläche zum Greifen an dem Ding. Deswegen kriegt man das mit der Hand schlecht weg, wenn das so ein bisschen verkantet ist oder ein bisschen zu fest drauf sitzt. Aber so geht's. Also ich habe es jetzt weggekriegt, wie ihr sehen könnt. Und hier ist auch die Schraube. Ich stelle das jetzt mal kurz dahin. Also nochmal von vorne. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Teile. Und bevor wir jetzt den Kugelkopf hier draufsetzen, muss das hier drauf. Und jetzt muss der Kugelkopf drauf. So, gut festschrauben. Und jetzt kann das nämlich wieder hier drauf. Da muss man jetzt darauf achten, dass die Zähne ineinander greifen. Und dann wird das hier einfach da vorne drauf geschraubt. Alter, das ist ja so easy. So easy. Und schon ist es fest. Echt cool. Echt cool. Und jetzt kann hier natürlich die Kamera draufgesetzt werden. Und je nachdem, was ihr fotografieren wollt, ausgerichtet werden. Echt cool. Das ist so klein und leicht. Guckt euch das mal an. Das ist perfekt für Reisen geeignet. Ich hoffe, dass bald mal wieder klares Wetter kommt, dass ich das so schnell wie möglich testen kann. Und ich werde natürlich auch ein bisschen längere Objektive mal mit dem Teil testen. Mal gucken, an die Grenzen gehen, was das Teil überhaupt tragen kann und mit was man da fotografieren kann.
Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und ja, wie gesagt, sobald das Wetter mal wieder besser wird, kommt sofort ein Test von diesem kleinen Tracker. Da bin ich echt gespannt. Ich freue mich schon richtig drauf, das Ding zu testen. Ich werde es jetzt mal noch auf einem Stativ montieren und euch dann noch das fertige Ergebnis zeigen, wie das dann aussieht, wenn alles dran montiert ist, samt Kamera und so weiter. Also ja, wir sehen uns gleich nochmal, sobald ich alles aufgebaut habe. Okay, also hier habe ich jetzt mal alles so aufgebaut, wie es draußen auf dem Feld aussehen würde. Ihr seht schon, das Ding ist einfach so winzig, so süß sieht es aus. Selbst die Canon 800D, die sieht einfach gigantisch aus im Vergleich zu diesem kleinen Tracker hier. Da ist der Laser wieder drin, wie ihr sehen könnt. Es könnte auch ein Polsucher sein, je nachdem, was ihr bestellt habt für ein Set. Und ich habe das Ganze jetzt auf meinem Rolle-Stativ befestigt. Das ist ein ganz normales Fotostativ, ein relativ günstiges sogar. Und wie ihr sehen könnt, passt absolut super. Es wackelt auch nicht, also es ist nicht zu schwer oder sowas, ist einwandfrei. Also ich konnte die Polhöhenwiege von iOptron SkyGuarder Pro leider nicht verwenden, weil das hier unten nicht reinpasst. Das ist für eine Prismenschiene gemacht und das ist ja keine Prismenschiene, das ist irgendwie so ein Foto... ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich blende es euch mal ein, wenn ich es rausfinde. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man das nennt. Deswegen habe ich das jetzt ganz normal auf so einen Kugelkopf befestigt. Da passt auch super rein, also Kugelköpfe, gar kein Problem. Wie gesagt, es gibt ja eine Polhöhenwiege von Move Shoot Move, die ihr dazu bestellen könnt. Die werde ich mir vielleicht auch kaufen. Mal gucken. Ich werde es jetzt erstmal so testen. Wenn das mir nicht so gefällt, dann werde ich vielleicht die Polhöhenwiege kaufen. Aber es sollte ja auch einwandfrei so funktionieren. Das ist ja, wie ihr sehen könnt, absolut stabil. Sollte also kein Problem sein. Ich habe hier übrigens mal noch den iOptron SkyGuarder Pro zum Vergleich geholt. Und wie ihr sehen könnt, der ist deutlich größer. Also der hier ist ja schon klein. Aber jetzt guckt euch mal den Vergleich an. Das Ding ist nicht mal halb so groß. Das ist schon gigantisch. Und es fühlt sich genau gleich hochwertig an. Also der ist viel, viel teurer als das. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Also es ist schon heftig. Natürlich solltet ihr, wie gesagt, auch keine Teleskope hier drauf packen. Also mein Zenith Star, das, was ihr hier hinten auf dem Tisch seht, das würde ich hier niemals drauf packen. Das ist einfach zu schwer für diesen kleinen Tracker. Ich meine, guckt euch mal an, wie klein der ist. Ich weiß, ich sag's die ganze Zeit, aber guckt euch mal an. Da würde ich niemals ein Teleskop drauf packen. Aber ihr kennt mich ja, ich teste alles immer bis ins absolute Maximum und ich werde definitiv auch testen, welche Brennweiten mit diesem kleinen Teil hier möglich sind. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur warten auf besseres Wetter, denn momentan ist es zwar einigermaßen sonnig draußen, aber es hat so viele Wolken. Der komplette Himmel ist bedeckt mit Schleierwolken und es geht jetzt schon seit 2 Monaten so. Ich werde hier noch verrückt. Aber ja, ich hoffe einfach, dass mal demnächst eine klare Nacht kommt, dass ich das kleine Teil hier testen kann. Wie gesagt, vergesst nicht den Rabattcode, falls ihr euch tatsächlich so einen kleinen Tracker kaufen möchtet, denn dann bekommt ihr nochmal 5% Rabatt. Und vielen, vielen Dank natürlich wie immer an meine Patreons und meine YouTube-Kanalmitglieder. Ihr helft mir dabei, den deutschen Sprachraum für die Astrofotografie zu begeistern und das ist einfach spitze. Vielen, vielen Dank. Ach, und bevor ich es vergesse, vielen, vielen Dank auch an Move Shoot Move, dass sie mir diesen kleinen Tracker zugesendet haben. Ich kann es kaum noch erwarten, den kleinen Tracker unter einem klaren Sternenhimmel zu testen. Also bin echt mal gespannt. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Video und viele klare Nächte. Euer Patrick.